Guten Abend. Willkommen zu Last Exit to Brooklyn. Heute am 11. April, das ist der Geburtstag sowohl von Bernd als auch Uli Edel, zwei Seelenbrüder, die haben diesen Film gemeinsam gemacht. Und ja, dass ich den heute hier vorführen darf, ist mein Geschenk an Bernd und Uli. Und ja, Last Exit to Brooklyn ist ein sehr wichtiger Film, auch in Bernds Biografie, und es ist ein, weil er Lebensthemen für ihn behandelt. Es ist ein Film darüber, wie Begierde in Verzweiflung umschlagen kann. Es ist ein Film über die Sehnsucht nach Menschlichkeit in einer unmenschlichen Welt. Und es ist eben einer von Bernds besten und in dem Sinne auch wegweisendsten Filme für die Filmgeschichte. Last Exit to Brooklyn ist auch für mich persönlich sehr wichtig. In der Woche, bevor Bernd starb, gab es einen E-Mail-Austausch durch verschiedene Zufälle und Verstrickungen zwischen Bernd und einem sehr engen Freund von Hubert Selby. Hubert Selby ist der Autor von Last Exit to Brooklyn, dem Roman. Und Hubert Selby war ein sehr wichtiger Mensch für Bernd. Er war so eine Art Vaterersatz. Und von ihm hat er sehr viel gelernt, hat auch wieder Lebensmut geschöpft. Dieser Freund von Hubert Selby, das ist eine Punk-Ikone namens Henry Rollins, und dem hat Bernd eine E-Mail geschrieben, und ich lese Ihnen die jetzt einfach mal vor. To the question, whether Selby had any dreams, Selby answered, no, I don't have dreams, I have visions. And believe me, if you have dreams, life will get you and batter those dreams out of you. Das war eine Botschaft, die sehr wichtig war für Bernd. Die hat er sich zu Herzen genommen, und ja, er hat auch selbst gesagt, natürlich hatte er sehr viele Träume, aber er hat sich nicht verträumt. Er hat seine Träume, auch seine Albträume, auf die Leinwand projiziert und uns daran teilhaben lassen. Er wollte sich nicht mit Träumen aufhalten, sondern er wollte diese Filmträume umsetzen. Und das ist ihm gerade hier bei Last Exit to Brooklyn auf großartige Weise gelungen. In dem Soundtrack von Last Exit to Brooklyn gibt es ein Stück, das heißt A Love Idea. Und ich glaube, was so schön ist an diesem Film, ist, dass bei all dem düsteren Wahnsinn, auf diese düstere Reise, auf die uns dieser Film schickt, dass es doch immer noch eine Idee von Liebe in diesem Film gibt. Und die Idee von Liebe, das ist die Sehnsucht, das ist das Körnchen Wahrheit, die dieser Film, das Körnchen Wahrheit, das dieser Film uns mitgibt. Und die Idee von Liebe existiert auch in Brooklyn. Und happy birthday!